und herzlich willkommen zu einer lang ersehnten Folge von Skibidi die Toilette. Leute, es ist soweit. Der Titan TV Man ist wieder da. Also zumindest habe ich es gehört. Wer, ihr habt mich geprankt, Leute. Wir gehen rein, wir gucken uns das an. Ihr wisst, wie es läuft. Lasst ein Like da und let's go. Komm, was geht hier? Nein, nein, nicht nochmal die Situation von vorne. Muss das sein? Ich habe schon genug gesehen. Oh, nee. Nein, Bro. Titan Speakerman. Oh mein Gott. Digga, mach was. Er hat seinen Arm abgeschnitten. Er schlägt sich selber noch einen rein. Nein, Mann, Digga, die werden so abgefarmt. Mann, das kannst du mir nicht erzählen. Ey! Ja! Da denkt man einmal. Er kann's. Hä? Bro, was bildet sich da? Er ist zurück! Er kommt wieder! Endlich! Yes! Ja, das war klar, dass er gleich wieder einen Abfatzer macht, ne? Das war's. Das war's für die Wissenschaftler. Einer muss jetzt draufgehen! Einer stirbt jetzt mal! Von den Bösen! Die Scientist Toilet ist weg. Bruder, das Video aus, also von den Göttern. Ich sag euch, wie es ist. Was ging da denn gerade ab? Ich habe ein paar Secret Messages gehört. Irgendwas hier rückwärts und so weiter. Das gucken wir uns natürlich im dritten Durchlauf nochmal an. Wir schauen jetzt erstmal in die Analyse rein und gucken mal, was, also... Digga, ich bin sprachlos. Hashtag sprachlos auch in die Kommentare. Hashtag Titan TV Man in die Kommentare. Ne, wenn ihr meine Situation fühlt und wenn ihr euch freut, dass Titan TV Man wieder da ist. Wir gucken mal rein. Okay, ich habe mir jetzt mal einen Chai Latte besorgt. Das hier ist klar, ne? Also die Zunge da. Pack die mal wieder in der Scheune, Bro. Junge, diese stinkende Toilette da oben, hier, genau den. Wie der immer wegläuft, wenn irgendwas passiert, ne? Und jetzt hier macht er den richtig dicken so. Oh, yo, ich bin die Boss-Toilette. Und dann hält er ihn fest, wenn die zu zweit den bearbeiten oder was. Und dass er sich selber durchsägen will. Absoluter Ehrenmann. Titan Speaker, Leute, absoluter Ehrenmann. Hier passiert aber noch im Laufe der Folge was, was wir uns hätten bisher noch nicht vorstellen können. Guck, wie er ihn versucht abzulenken, ne? Und er, nein! Und dann will er sich weiter durchsingen und da ist schon was fast durch. Fast ist das schon RIP. Und er schneidet mit dem Messer seinen Arm runter. Das ist so eine geile Aktion und er schlägt weiter auf sich ein. Und hier, ganz komisch, jetzt fängt es an, dass der Titan Cameraman böse wird. Er geht auf Titan Speaker los, mittels diesem Fernseher da. Der will auf ihn schießen. Und jetzt sieht man's. Jetzt greift er ihn an und tritt ihn auf den Boden. Jetzt eine hässliche Lache an, Mann. Und da denkt man so, yeah, Mann, Raketenwerfer, Bro, er hat zufällig zwei dabei. Na klar, warum nicht? Natürlich geht der Bildschirm nicht kaputt. Aber warte mal, ich wusste gar nicht, dass sein Auge so komisch aussieht. Was ist denn da passiert? Seit wann ist denn das so? Sein Auge hängt ja so richtig komisch raus, ne? Aber hier.
Ein Tornado bildet sich. Leute, guckt euch mal das im Hintergrund an. Das irgendwie sind so Wolken oder sowas, als wäre das eine andere, wirklich eine andere Dimension. Seht ihr das? Skibidi, ich muss mal direkt Lohos Milch holen, sagt er sich. Guck dir sein hässliches Gesicht an. Irgendwann kriegst du noch den absoluten Overkill-Slap in dein Gesicht. Direkt durchgezogen. Eins muss ich ihm lassen. Eins muss ich dem lassen, Leute. Auch wenn der weiß, der ist gleich völlig dead. Der wird gleich so auseinandergenommen, steht er da sein Mann. Er steht da und sagt, Digga, let's go. Weißt du? Und irgendwie... Digga! Da gibt's erstmal direkt einen Slap. Was ist das für eine krasse Waffe? Wir gucken uns den mal an. Ich muss mal ganz kurz da ein bisschen näher reingehen. Hier ist ein bisschen heller. Bro, der hat jetzt Bildschirme am Arm. Seine Klauen sind wieder da. Seine Monitore. Hier ist einer, da ist einer. Digga hat ein neues Schwert. Er hat einen Energiekern, der geisteskrank ist. Was zur Hölle haben die mit denen gemacht? Bro, hat der jetzt Upgrade bekommen zu 8K oder was? Guck, wie der reinscheppert, ne? Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitore. Das ist die sechsfache Power wie vorher. Wobei man sagen muss, er hatte, glaube ich, 2 vorher dann. Da sein Bauch irgendwo vielleicht noch oder so. Direkt gegrillt. Und RIP. Der Finisher. Scientist Toilet ist ein für alle Mal besiegt. Dass ich das noch erleben darf. Oh Bro, guck dir das Ding an, ne? Das Ding ist direkt durch sein Gesicht durchgegangen. Komisch. Ich finde das sehr komisch, dass das jetzt so aussieht. Ich weiß nicht, Leute. Mir sieht es ja jetzt nicht irgendwie danach aus, als würde der Scientist hier von einem Doppelgänger oder so eingenommen worden sein. Ihr könnt aber trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Weil für mich kam das jetzt ein bisschen einfach rüber, aber irgendwo war es natürlich auch mal notwendig. Einer musste draufgehen. Glaubt ihr, dass es hier jetzt wirklich ein Doppelgänger gewesen ist oder war das ein für alle Mal, der Scientist is dead? Es kann ja auch sein, dass er sich vorher geklont hat, das wissen wir nicht. Der Typ ist zu allem fähig. Der hat jede Technik kopiert, der hat jedes Skibidi Toilet anscheinend erstellt, die jetzt neu war, glaube ich zumindest. Und er hatte ein Labor. Er könnte in dem Labor sich auf jeden Fall selber gezeugt haben, weiß man nicht. Und da hat er was gesagt. Das hören wir uns gleich nochmal an und gucken das ganze Ding rückwärts. Leute, bisher war es zu krass. Wir steppen direkt rein, würde ich sagen. Alright. Was haben wir hier? Was sagt er? Digga, es kommt mir vor wie so ein Science-Fiction-Film. Was hat er gesagt? Er hat da was gesagt. Wir hören noch mal genau hin. Sehr schwierig zu erfahren. Ich muss doch mal gucken. Your life will end vielleicht? Irgendwie dein Leben wird jetzt enden. Könnte sein. Junge, dieser Fight zu krass. Where are you going? Hat er auf jeden Fall gesagt. Where are you going? Wahrscheinlich zu der G-Man-Toilette. Zweiter Satz, where are you going, wo er weggelaufen ist. Wir gehen nochmal rein, wir hören uns das nochmal an. Ich denke, ihr werdet dabei, also da mit mir sein. Where are you going? Ja, doch, das passt. Okay, where are you going? Er sagt also zum Boss hier, wo willst denn du hin, ne? Und ich glaube, er hat es auf ihn abgesehen. Weil jetzt, würde ich sagen, ist der Titan TV mal mit Abstand der stärkste Charakter. Aktuell. Your
Life, Will? Ich weiß nicht, er sagt da noch was, als sich dieser Sturm öffnet. Dein Leben wird enden. Your life will end, maybe. Ich weiß es nicht. Aber Bro, können wir nochmal ganz kurz über diesen Sturm reden? Seht ihr das da drinnen? Im Hintergrund ist gar kein Sturm. Da, wo der Typ ist, ist ein Sturm. Was bedeutet das? Also der Titan TV-Man wusste es schon im Vorhinein, ne? Und er ist auch der Einzige, glaube ich, der so rückwärts redet, regelmäßig, ne? Also der Titan TV-Man ist der Einzige, der so kommuniziert. Das muss man auch mal im Hinterkopf betrachten. Hier die Lache, man kennt sie. Geil repariert, Bro. Das hier auch, ne? Das, Leute, das fühlt sich an, als wären das zwei Brüder. Der eine rot, der andere blau. Titan Speakerman mit Speaker, Titan Cameraman mit Cameras. Es fühlt sich an, als würden hier zwei Brüder sich gerade irgendwie, ne, beschützen. Also zwei Brüder werden hier so. Der eine will den anderen immer beschützen. Keine Sprache, keine Stimme, sonst nichts. Freunde, puh. Leute, das war eine unglaubliche Folge von Skibidi Toilet. Ich bin sehr überrascht, ich bin froh, ich weiß in vieler Hinsicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Und zwar, was kann man jetzt erwarten? Als nächstes wird wahrscheinlich dann Skibidi Toilet 67 Part 4 kommen, weil ich finde, das Ding ist noch nicht durch. Es könnte aber tatsächlich sein, Leute, dass nächste Folge die letzte Folge wird. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich so ist, weil jetzt fehlt ja eigentlich nur noch die Boss-Toilette und danach kommt nichts mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es halt so schnell vorbei ist. Das wäre schon ein bisschen komisch. Vielleicht auch mit Folge 100 oder so kann ich mir vorstellen, dass es rum ist. Die andere Sache, und da freue ich mich richtig drauf, es wird ein dickes Update in Skibidi Toilet Tower Defense geben, wo ich mittlerweile Partner bin, Leute. Ich kann eure Units signen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Einfach mal auf der Nummer Roblox gucken, da beschäftige ich mich ausschließlich mit diesem Spiel. Und ja, da wird wahrscheinlich der neue Titan TV-Man dann kommen. Und falls ihr nicht wisst, was ich meine, seht ihr das Video gleich oben eingeblendet. Nachdem ich euch gesagt habe, dass das Video jetzt vorbei ist, danke fürs Zuschauen. Dickes Küsschen, euer Dano out.